Heute geht es ja im Wesentlichen um das Lehren und Lernen mit Medien und damit um die Mediendidaktik. Ja, zunächst mal die Frage, wer von Ihnen kennt das Ziel eines Lehrens und Lernens mit Medien? Können Sie so ein Ziel benennen? Ein Wort? Es gibt unterschiedliche. Wir wissen ja unter uns, was das Ziel des Lehrens und Lernens mit Medien? Ich stelle Ihnen die noch gleich vor, das heißt, Sie verpassen nichts. Vielleicht soll man so eine Idee. Ja. Einmal das traditionelle Ziel, dass man irgendwas dazulernt, irgendeinen Inhalt dazu. Ja. Und das Neue, dass man auch mit dem Medium selbst umgehen lernt. Ja, mit dem Medium selbst umgehen, da wären wir, denke ich, eher noch bei dem Lernen über Medien und jetzt in dem klassischen Medienkompetenzmodell dann bei der Medienkunde bzw. bei der Mediennutzung irgendwo dazwischen. Ja, das würde ich aber sozusagen eher zu dem ersten Teil, also eher dem Teil hier, den Teil hier zuordnen. Worum geht es bei der Mediendidaktik? Was ist da zum Ja? Wie ich Medien einsetze und Inhalte zu vermitteln? Ja, wie ich Medien einsetze, genau. Vielleicht mit welchem Ziel auch? Mit welchem Ziel? Wie ist jetzt, was wäre der Wunsch? Ja? Zielführende Anwendung. Ja, verstehe ich jetzt nicht so ganz, was Sie damit meinen. Was Sie damit meinen. Also können Sie, ich habe es versucht zusammenzufassen. Ja. Gibt es noch ein, also sozusagen Ziel der Mediendidaktik, so als, wenn es darum geht, also es wird ja von der Kommilitonin, wird ja schon gesagt, das ist vollkommen richtig, wir denken darüber nach, wie wir Medien anwenden. Ja? Aber dann könnte man sich natürlich fragen, mit welchem Ziel, also wohin wollen wir, was wäre sozusagen die Idealvorstellung? Wollen Sie es sagen? Das wäre, dass ich Lehr- und Lernprozesse mit Hilfe von Medien nutze und damit lernen. Ja, genau. Also Unterstützung. Unterstützung ist die Idee. Man könnte auch sagen, Lernprozesse befördern, kann man auch sagen. Ja? Und das zum Beispiel durch Veranschaulichung. Aber es gibt noch mehr Dinge. Das können wir uns gleich anschauen. Und wenn man jetzt dieses Beispiel der Veranschaulichung rausnimmt, mit der man Lernprozesse fördern kann, dann wird es immer, also man kann es sich noch leichter vorstellen, weil eigentlich ist es so, es wird gleich deutlich, eigentlich ist es so, wann immer wir irgendetwas pädagogisch machen, dann sind immer Medien beteiligt, immer, je nachdem, wie breit unser Medienbegriff ist. Aber es wird deutlich, wie schwer Lehren und Lernen wird, wenn wir keine Medien zur Verfügung haben. Denken Sie vielleicht nochmal an das anfängliche Beispiel, denken Sie mal an die Pantomime. Erinnern Sie sich, ich habe hier drei von Ihren Kommilitonen gebeten, pantomimisch Medienkompetenz darzustellen. Das ist eine echte Herausforderung. Ja? Und das ganz ohne Medien. Nämlich nur mit Ihrem, ja, mit Zeichensprache. Pantomimisch. Und ähnlich können wir das vielleicht auch nochmal in einem kleinen Test machen. Soll ein Beweis für die Visualisierungsthese sein. Und ich sage mal vorweg, also wenn Sie diese Aufgabe nicht bewerkstelligen, dann ist das kein Problem. Und es ist ein wirklich sehr schwerer Test, der jetzt kommt. Aber Sie können es trotzdem mal probieren. Und Sie brauchen dazu, können Sie schon mal vorbereiten, einen Stift und ein Stück Papier. Also wenn Sie einen Block vor sich haben, auf dem Sie eh notieren, dann reicht das. Wenn Sie einen Laptop haben, nehmen Sie gerade nochmal ein Stück Papier dazu. Bereiten Sie sich gut vor, denn es geht gleich los und Sie haben nur 30 Sekunden Zeit für diese Aufgabe. Und wichtig ist auch, Sie müssen ganz genau zuhören, sonst, wir gucken mal, ob es funktioniert. Das ist ein Experiment. Okay, sind Sie soweit? Zeit? Also,
Bitte zeichnen Sie ein Quadrat mit 3 Geraden. Jetzt. Wer von Ihnen hat eine Lösung? Einige? Mag jemand die Lösung kurz hier vorne anmalen? Wer von Ihnen traut sich? Ja? Vielen Dank. Kreativ, ja genau, das ist schon kreativ. Wer von Ihnen hat diese Lösung? Auch einige, okay. Wenn Sie diese Lösung haben, genauso gut. Ja? Wer von Ihnen hat die? Auch ein paar. Okay. Bei all denen, oder sagen wir so, die Aufgabe weist darauf hin, dass dieses kleine Wörtchen mit, M-I-T, zwei unterschiedliche Bedeutungen hat. Und zwar zum einen im Sinne von und im Sinne von mittels. Also ein Quadrat und 3 Geraden, haben die verstanden, die diese Lösung gefunden haben. Und ein Quadrat, oder haben sich zumindest erlaubt, das zu verstehen. Und ein Quadrat mit mittels 3 Geraden, haben die verstanden, die diese Lösung vielleicht nicht. Wenn Sie aber hätten das beispielsweise anzeichnen können, so, dann wäre es jedem sofort klar gewesen, dass mittels nicht gemeint sein kann, sondern und gemeint ist. Das heißt also, Bilder können durchaus beim Verstehensprozess helfen, vielleicht auch Missverständnisse vermeiden, helfen, die uns die Sprache einfach so natürlicherweise mit. Sehr die Frage, hat jemand von Ihnen noch eine Lösung gefunden? Also eine andere Lösung, nicht die. Ich meine jetzt auch nicht die 3 Geraden auf der anderen Seite, ne? Oder so. Sie haben eine Lösung? Eine nochmal eigene Lösung? Wollen Sie es anzeichnen? Schöne kreative Lösung. Ich habe nämlich nicht gesagt, dass Sie vielleicht den Rand oder vielleicht das karierte Papier, wenn Sie welches haben, oder Linien nicht mit einbeziehen sollen. Kreative Lösung, auf jeden Fall. Aber, ob Sie schlau oder nicht, noch eine Lösung. Wer von Ihnen hat noch eine Lösung? Ja? Eine ganz andere? Ja. Sagen Sie mal. Ich habe 3 lange Striche, so wie Sie es gemacht haben, und habe einen, der begrenzt ist, weil der begrenzt ist mit Strecke und das andere sind Geraden. Okay, lassen wir auch gelten. Ja? Und ob Sie es glauben oder nicht, ich habe noch eine Lösung. Wer hat noch eine Lösung? Ja, das ist gut. Okay, dann zeige ich Ihnen jetzt meine Lösung. Das ist ein Quadrat mit 3 Geraden. Streng genommen sogar noch besser, weil es hat 4. Jedes Quadrat hat 3 Geraden. Ich habe nicht gesagt nur. Okay. Sei es mal dahingestellt. Was auch beim Verständnis hilft, vielleicht erinnern Sie sich daran, Sie hatten das bestimmt auch schon in allgemeiner Didaktik oder allgemeiner Pädagogik, je nachdem, nämlich das didaktische Dreieck. Man kann sofort anhand dieses Dreiecks hat man sofort einen Begriff. Und vielleicht wissen Sie auch, es geht auf Herbert zurück, Johann Friedrich, und Klafki hat dazu einiges geschrieben. Und das verbildlicht das Unterrichtsgeschehen. Also man kann auch sagen, das Zusammenwirken von Lehrerin, Lehrer, Schülerin, Schüler und dem Unterrichtsgegenstand. Also hier als
Stoff bezeichnet. Und Krafki sagt, der Lerngegenstand hat einen Aufforderungscharakter, mit dem er den zu Lernenden wie den zu Lehrenden in Beziehung tritt. Also das deuten diese Pfeile an. Und der Lernende, zumindest so, das ist die Idealvorstellung, begegnet diesem Lerngegenstand dann mit Neugier, mit Wissbegierde, mit Interesse, Lernbereitschaft. Oder eben, gerade nicht, das gibt es natürlich auch, das kennen Sie, im negativen Fall dann vielleicht doch mit Ablehnung und auch mit Desinteresse. Weil das gut ist. Aber man bringt sich ins Verhältnis. Also der Lehrende bringt sich ins Verhältnis und der Lernende bringt sich ins Verhältnis. Und im Idealfall ist der Lernende ein kompetenter Vermittler zwischen diesem Stoff und der Schülerin und dem Schüler. Und damit es entsprechend gelingt, setzt er Methoden ein, Techniken, um eben diesen in der Regel komplexeren Gegenstand so aufzubereiten, dass ihn seine Schülerin, seinen Schüler versteht. Und dann gibt es noch etwas, was in dem Schaubild jetzt nicht genannt ist. Hat jemand eine Idee, worum es dabei geht? Oder weiß jemand aus der Lektüre von Krafki? Sie denken, Sie wissen, ich habe es auch schon gehört, aber es kommt erst noch was anderes. Es kommt nämlich erstmal der soziokulturelle Rahmen. Und der ist nochmal interessant, wenn Sie zurückdenken an die Veranstaltung zu Sozialisationstheorien, nämlich der soziokulturelle Rahmen deutet erstmal darauf hin, dass sich all das, was innerhalb der Schule, innerhalb des Lernprozesses stattfindet, nicht unbedingt nur im Schulbereich der Schule bleibt, sondern sich immer auch ins Verhältnis setzt mit der Gesellschaft. Das heißt also, die Gesellschaft bestimmt, was in Schule gelernt wird, also bestimmt den Stoff zum Beispiel. Ja. Wissen Sie, in welcher Funktion das geschieht? Wir hatten darüber schon gesprochen. Eher ausblickend, ein bisschen deutlicher, wenn es in der Veranstaltung um bildungspolitische Entwicklung geht. Wo stehen quasi die gesellschaftlichen Erwartungen an Schule? Inhaltlicher Art. Ja. In Bildungsplan? Ja, genau. Ja. Lehrplänen, Bildungsplänen. Ich hatte Ihnen schon von meinem Besuch bei der KNK erzählt, dass diese im Prozess sind. Ja. So etwas verändert sich. Wir hatten über die KNK-Erklärung auch schon gesprochen. Und das deutet darauf hin, dass natürlich in dem Moment, in dem sich Gesellschaft entwickelt, auch dieser soziokulturelle Rahmen entwickelt, in dem eben dieses didaktische Dreieck, diese Lernprozesse stehen. Okay, also das heißt, das didaktische Dreieck ist bestimmt durch Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen, Schüler und auch durch den Stoff und wird geprägt durch den soziokulturellen Rahmen. Und jetzt gibt es noch etwas, was da hineinwirkt, beziehungsweise was irgendwo hier noch relevant ist. Wissen Sie, worum es geht? Gerade in Anbetracht dieser Vorlesung liegt es ja irgendwie nah. Wer sagt? Ganz genau, die Medien sind es. Und dann gibt es die Idee, die Medien, schon diese Grafik ist jetzt so 10 Jahre etwa alt, die Medien als didaktisches Viereck mit hineinzunehmen in dieses Dreieck. Und so wird das entsprechend visualisiert. Nun wäre die Frage an die Spitzfindigen unter Ihnen, kann man das so machen? Oder halten Sie das vielleicht nach Ihrem bisherigen Verständnis des didaktischen Dreiecks vielleicht für schwierig? Und warum wäre das schwierig? Also Sie sehen ja anhand des Fragezeichens, dass ich da schon meine Zweifel habe. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Medien in der Mitte des Dreiecks. Ich mir auch. Genauso. Die Frage wäre natürlich aber, warum? Haben Sie da auch eine Antwort? Ja, weil die Medien ja das Mittel sind, mit dem man den Stoff lernt und in der Schüler-Lehrer-Arbeit als
eigentlich könnte man noch ergänzen zu dem, was Sie gerade sagten, dass Medien halt so zentral sind, dass wir ohne Medien, denken Sie an die Pantomime, stellen Sie sich vor, Sie müssten den Unterricht, den Sie vorbereitet haben, pantomimisch durchführen. Ja. Also Medien sind so zentral, dass man fast sagen könnte, kein Unterricht ohne Medien, keine Bildung ohne Medien.